Jai. Jai, liebe Freunde, was soll ich euch sagen? Seit gestern erfasst uns eine Welle von, ja, ich würde schon fast sagen, merkwürdigen News, dass die BRICS-Staaten in von heute angesehen 40 Tagen eine neue goldgedeckte Währung vorstellen werden. Und diese wird der Todesstoß des US-Dollars sein. Bereitet euch alle vor. So, liebe Freunde, heißt es zumindest auf teilweise riesigen Kanälen mit teils fast 200.000 Abonnenten und mehr. Wenn das stimmt, dann sollten wir auf jeden Fall handeln, weil das würde ja bedeuten, dass unser Finanzsystem, wie wir es kennen, in 40 Tagen kollabiert. Und gehört von dem Thema habe ich durch Kollege Turnschuh hier, Vermietertagebuch Alexander Raue, 200.000 Abonnenten und er geht, liebe Freunde, euphorisch und mit der nötigen Seriosität an die Sache ran. Schließlich wird er ja ein Verantwortungsbewusstsein haben gegenüber seiner fast 250.000 Zuhörerschaft, oder? Hoffe ich zumindest und dementsprechend wird er vermutlich oder irgendwie auf journalistische Korrektheit achten und so. Schauen wir aber mal rein, was der Brudi uns Dringendes zu der neuen BRICS-Währung zu erzählen hat. In genau 41 Tagen wird ein massiver Angriff auf den Dollar und auf den Euro stattfinden. Weil die BRICS-Staaten bringen nämlich eine neue, goldgedeckte Währung auf den Markt. Und das wird dann das Ende von dem Dollar und dem Euro sein. Als ich das gesehen habe, ja, die ersten paar Sekunden dachte ich mir schon so, wow, okay, jetzt bin ich aber mal gespannt. Eine neue Weltwährung, goldgedeckt, Todesstoß des Dollars, Ende unseres Finanzsystems. Heidewitzka, liebe Freunde, schauen wir aber sehr gerne mal weiter. Alle Währungen weltweit haben ein Verfallsdatum und das ist meistens auch an den Untergang des jeweiligen Landes gekoppelt. Das haben wir damals bei den Briten gesehen, das haben wir bei den Holländern gesehen, das haben wir bei den Römern gesehen und auch bei noch älteren Kulturen. Und die aktuelle Leitwährung auf der Welt ist der Dollar, welcher in seiner jetzigen Form allerdings erst 50 Jahre existiert. Bei 1973 wurde damals ja der Goldstandard aufgehoben und damit haben wir eine neue Art Dollar bekommen. Der aktuelle Dollar hat jetzt aber das große Problem, dass er genauso wie die anderen Währungen, also Euro, Yen, Pfund und so weiter, durch das massive Gelddrucken extrem wertlos geworden ist. Der Dollar ist nämlich durch nichts mehr gedeckt. Früher war er durch Gold gedeckt, dann wurde es aber aufgehoben. Und deswegen kann er einfach in unbegrenzter Menge beliebig oft gedruckt werden. Und genau das machen die USA ja auch. In dieser Grafik siehst du zum Beispiel mal die Geldmenge M1 vom Dollar. Sorry übrigens, ich habe das hier kacke skaliert, aber ihr könnt euch vorstellen, wie diese Kurve aussieht. Ja, klar. Gestiegen, aber 2008 sieht man einen extrem starken Anstieg nach oben und 2022 explodiert. 2008 die fette Finanzkrise, 2020 Corona, klar. Dieser Graph quasi nach oben. Und das Ganze ist auch kein Wunder, weil 2008 hatten wir ja die große Finanzkrise in den USA und 2020 war genau das Gleiche. Dort kam ja Corona und die USA mussten erneut viel Geld drucken, um die Wirtschaft zu retten. Und genau das Gleiche ist auch in anderen Ländern passiert, ja auch bei uns in Europa. Die EZB hat ja auch viel Geld gedruckt. Und beim Dollar ist es so, die Geldmenge wurde quasi seit 1975 von rund... Ja, das ist gerade schwierig, ich bin im Video. Ciao. Und was passiert mit einer Währung, wenn man die einfach zu viel druckt und sie quasi beliebig vervielfältigt? Richtig, sie wird einfach wertlos. Okay. Kollege Rau erklärt uns allen hier also erstmal so ein bisschen das Geldsystem, ja, damit wir alle auch zu Anfang direkt mal eindringlich verstehen, unterschwellig. Eine Rückkehr zum Goldstandard wäre toll, weil dann würde es ja kein Gelddrucken mehr geben und all unsere Inflationsproblematiken wären dann ja geregelt. Okay, schauen wir mal weiter. Für einen Dollar noch mehr als drei ganze Brote bekommen und heute bekommst du für einen Dollar nicht mal ein halbes Brot in Amerika. Dieses massive Gelddrucken hat den Dollar einfach komplett wertlos gemacht und damit auch eine massive Inflation ausgelöst. Und das größte Problem ist, dass die Geldentwertung spätestens seit der Finanzkrise 2008 wirklich extrem zugenommen hat und dass es kurz- oder mittelfristig unser komplettes Finanzsystem zuerst destabilisieren und danach zerstören wird. Und nicht ohne Grund hatten wir bereits dieses Jahr 2023 schon die zweitgrößte Bankenpleite in der Geschichte von Amerika und auch die Pleite der zweitgrößten Bank in der Schweiz.
Und jetzt, meine lieben Zuschauer, werden einfach die ganzen etablierten Währungen wie der Dollar, Euro, Pfund, Yen und so weiter ihren Todesstoß bekommen. Und zwar in 41 Tagen. Nämlich am 22. August. Also, den letzten Satz nehmen wir mal schon mal weg. Also, bis hierhin können wir ihm ja alle folgen. Daran ist ja nichts falsch. Also, das Geldsystem entwertet sich natürlich durch viel Geld im Umlauf. Kaufkraft nimmt ab und so. Völlig klares Marktprinzip. Ist uns auch allen nicht neu, aber ab hier steigt der Spannungsbogen in astronomische Orbithöhen, liebe Freunde. Worauf will Kollege Raue denn jetzt hinaus? Also, ich halte es kaum noch aus. Wir lassen ihn noch eben aussprechen, dann gehen wir mal darauf ein. August diesen Jahres wird das Treffen der BRICS-Staaten in Südafrika stattfinden und dort werden sie eine neue gemeinsame Weltwährung vorstellen. Und der große Punkt, der unsere Finanzwelt für immer verändern wird, ist, dass diese neue Weltwährung goldgedeckt sein wird. Vorstellung goldgedeckter BRICS-Währung im August bei BRICS-Gipfel in Südafrika. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, auch bekannt als BRICS-Staaten, werden eine neue, durch Gold gedeckte Handelswährung einführen. Die offizielle Ankündigung wird voraussichtlich während des BRICS-Gipfels im August in Südafrika. Voraussichtlich hat er jetzt gesagt? Na egal. Folgen. Tja, also meine Lieben, das ist wirklich ein riesengroßer Paukenschlag. Tja, liebe Freunde. Wow, das ist ja mal ein riesengroßer Paukenschlag. Tja, aber warte mal, also wie valide sind diese Informationen eigentlich? Wenn man mal in die Kommentare von seinem Video schaut, liebe Freunde, scheinbar auf den ersten Blick sehr valide, denn fast 2000 Menschen haben hier unter diesem Video kommentiert und ich würde schätzen, zu annähernd, ich will jetzt nicht sagen 100%, aber 95% ihre bestätigende Meinung dazu abgegeben. Also wie hoch, frage ich euch, ist die Wahrscheinlichkeit denn jetzt, dass keiner von 2000 Menschen diese Infos vielleicht mal so ein bisschen gegengecheckt hat und sich hier auf Hörensagen blenden lässt und verlässt? Da wird doch dann was dran sein, oder nicht, wenn 2000 Menschen ihre Bestätigung dazu abgeben? Die können doch nicht alle verblendet sein und vertrauen doch nicht alle der Aussage eines einzelnen Typen, der in einem Video sitzt und offensichtlich ein Skript runterzieht. Liest. Ja, doch, scheinbar schon. Denn 3 Minuten schauen und lesen, liebe Freunde, reicht aus, um zu merken, dass bei der gesamten Geschichte einiges von links nach rechts total verdreht und verknotet wird. Kollege Raue erzählt das Ganze hier nämlich so auf eine Art und Weise, warum auch immer, dass der Eindruck entsteht, das ist ein in Stein gemeißelter und bestätigter Fakt von offizieller Stelle. Und auch tatsächlich, wenn man teils beliebige Berichte im Internet dazu liest, das hier ist übrigens die Quelle, die er in seinem Video benutzt hat, scheint das tatsächlich so zu sein. Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, auch bekannt als BRICS-Staaten, werden eine neue, durch Gold gedeckte Handelswährung einführen. Das ist ja mal eine statische Aussage, okay? Und auch, liebe Freunde, wo haben wir ihn denn? Willem Middelkopp wird hier als Referenz angegeben, der uns das mit den RT-News-Einblendungen unterschreibt. Da muss das doch stimmen. Der Typ ist ja schließlich ein, ja, was eigentlich? Gucken wir mal auf Twitter, was er überhaupt ist. Ein Orakel aus Amsterdam? Ehemaliger Journalist? Okay, naja, dann wird das stimmen, wenn er das sagt. Auch wenn wir uns als die Quelle genannte Seite Kitco News angucken, von der ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie in meinem Leben irgendwas gehört habe, dann sehen wir doch, das muss stimmen, liebe Freunde. Schließlich haben die einen voll relevanten alten Mann interviewt, der hier ganz klar sagt, dass er sich vorstellen kann, dass das passieren wird. Oder passieren könnte. The next step for the BRICS countries could be the introduction of a new gold-backed currency, Hunt pointed out. Warte mal, aus das wird also passieren, wurde jetzt ein es könnte passieren, laut der Meinung von Simon Hunt. Wer ist denn eigentlich dieser Simon Hunt? Also, laut ihm selber, also seinem eigenen Google-Eintrag, ist er ein strategischer Advisor für die globale Ökonomie. Okay. Okay. Wirklich was Handfestes zu Kollege Simon Hunt findet man jetzt nicht wirklich im Internet, was seine Qualitäten oder so bestätigen würde. Aber okay, valider Mann, offensichtlich valider Mann, alter Mann sitzt im Interview und sagt, das wird so sein. Und der sagt in einem Interview, dass er sich laut seinen Beobachtungen vorstellen könne, dass die BRICS-Staaten
irgendwann, die Betonung liegt auf irgendwann, mal zum Goldstandard zurückkehren werden. Also jetzt haben wir ja schon zwei sehr valide Quellen, oder nicht? Einmal Simon Hunt, der renommierte Ökonom, und den fucking weltberühmten William Middlecoop, nicht weniger als das Orakel von Amsterdam, selbst ernannt, muss man dazu sagen. Valide Quellen, valide News, liebe Freunde. Aber komm, geben wir den Jungs doch vielleicht noch eine Chance. Was sagen denn eigentlich offizielle Stimmen zu der ganzen Geschichte? Oh, okay, dass das nicht stimmt? Ja, okay. Aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm, weil Kollege Rauer hat ja gesagt, in 40 Tagen übernimmt BRICS die Weltherrschaft mit einem neuen goldgedeckten Geldsystem und verpasst dem Dollar den Todesstoß. Dem schenke ich doch lieber Glauben als den offiziellen Stellen, oder? Jetzt aber mal Spaß beiseite, liebe Freunde. Dieses Treffen der BRICS-Staaten wird tatsächlich in 40 Tagen stattfinden und man wird tatsächlich über eine eigene BRICS-Währung diskutieren und auch über die Gegebenheiten einer Gold- oder Silber- oder Edelmetall-gedeckten Währung oder eine Mischung aus allem. Aber eine offizielle Stimme dazu ist die hier. The development of anything alternative is more a medium to long-term ambition. There is no suggestion right now to create the BRICS currency. Die Ankündigung für etwas Alternatives ist eher als eine Langzeit zu verstehende Ankündigung gedacht. Aktuell gibt es keine konkreten Bestrebungen in Richtung der BRICS-Staaten, eine eigene Währung zu kreieren. Die Punkte, auf die ich ganz, ganz schnell, um das nicht ausarten zu lassen, hinaus möchte, sind A und B. Fangen wir mit A. Ich finde das tatsächlich sehr, sehr fragwürdig und sehr schwierig, dass man sich mit 200.000 Abonnenten in ein Video setzt und solch eine Scheiße von sich gibt. Solche halbgaren, von keinerlei offiziellen Stellen bestätigten Gerüchte so zu präsentieren, als wäre es eine offizielle und bestätigte Wahrheit. Das ist sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, schaue ich mir in die Kommentare rein, müssen wir hier mal ganz klar die Vermutung in den Raum stellen, dass die meisten davon offensichtlich, ohne dass, also wie soll ich das jetzt politisch korrekt machen, offensichtliche Trottel sind und vielleicht sogar aufgrund der im Video getätigten Aussagen ihre letzten drei verbliebenen gesunden Gehirnzellen in Form von Geld in irgendwelche Investitionsprodukte stecken, die in deren Köpfen eine Singularität zu diesem BRICS-Thema haben könnten. Zum Beispiel Gold, was ja an sich überhaupt nicht schlecht ist. Das versteht mich da nicht falsch, liebe Freunde. Es ist eine gute Sache, sein Geld in Gold zu investieren. Völlig klar. Aber warum das passiert, dass diese Menschen dann ihr Geld in Gold investieren, darum geht's mir. Weil so ein Typ sich in so ein Video gesetzt hat und absoluten Bullshit von sich gibt. Wie zur Hölle hat der auch 200.000 Abonnenten erreicht, Alter? Jetzt mal ernsthaft, bin ich der Einzige, der sich das gerade fragt? Hä? Schwieriger Typ, Alter. Naja, egal. Und B, ihr werdet auch ganz viel, vor allem auf Twitter, zu dem Thema gelesen haben oder noch lesen, weil das Thema verbreitet sich gerade irgendwie wie so ein Lauffeuer durch die Social Medias dieser Welt. Nehmt das bitte nicht für zu voll. Bekommt vor allem, und das ist das Wichtigste, aufgrund dessen, aufgrund solcher komischen, verdrehten News, keine FOMO durch so eine Rotze hier und hinterfragt sowas immer kritisch und begebt euch auf jeden Fall am besten auch auf eigene Research. Das ist der ganz, ganz klare wichtige Appell. In der Regel reichen echt 3 bis 4 Mausklicks und ihr habt schon gegenüberstehende Informationen oder halt sich relativierende Aussagen, wo ihr schnell merkt, irgendwie stimmt an der Geschichte was nicht und es könnte irgendwie verdreht worden sein. Und noch was, liebe Freunde, und das glaubt mir mal bitte, niemand, wirklich niemand installiert innerhalb von 40 Tagen eine neue Weltwährung. Und jetzt sagen vielleicht manche, ja, aber die arbeiten ja schon im Hintergrund dran, seit Jahren und so. Okay, beruhigt euch wieder. Dann warten wir einfach ab, was in 40 Tagen passiert, weil das ist ja das Schöne an einem Zeithorizont, der ist irgendwann zu Ende. Dann kommt Tag X und dann treffen wir uns hier wieder und sehen einfach, was tatsächlich passiert ist. Was haltet ihr davon, liebe Freunde? So, obligatorischer Blick, da machen wir auch noch auf unseren geliebten Kryptomarkt, zeigt uns, ja, es ist alles okay, ne? Machen wir gar keinen langen Lachs draus. Schnelles Fazit, es ist alles gut, Bitcoin weiter konsolidieren, Bullen und Bären haben sich hier absolut nichts zu schenken und gibt nichts, worüber wir signifikant reden müssten. Alle, die neu da sind, gerne haben und unten abonnieren, Teil der Kryptogang werden. Zu eurer Info, liebe Freunde, das geht an die bestehende Community raus. Nach 6 Monaten Abstinenz geht es heute um 17 Uhr auf unserem anderen Kanal Business Gang endlich weiter. Ja, tatsächlich, viele von euch haben sich beworben auf, also nach meiner Frage, ob irgendjemand von euch mir helfen kann und ob er Bock hat, mit mir den Kanal weiterzuführen. Viele von euch haben Bewerbungen eingeschickt und Videos geschickt und ich habe mit einigen von euch telefoniert, mit einigen gesprochen und am Ende kann ich natürlich nur eine Wahl treffen für den Kanal und ich glaube, ich habe da tatsächlich eine gute
Wahl getroffen. Seid da auf jeden Fall gespannt. Heute 17 Uhr geht's los und da bin ich wirklich auf eure Meinung gespannt, wie unser neuer Gangbrudi sich für sein erstes Video gemacht hat. Genau, da sehen wir uns später, liebe Freunde, und ja, Algo dribbeln, 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 Meinung unten rein zu der ganzen Brickstarten-Gold-Thematik und immer schön respektvoll bleiben, liebe Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video oder frühestens um 17 Uhr auf dem anderen Kanal und ja, genießt das Wetter. Ich bin wieder weg. Reingehauen.